Gut, ja, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind jetzt hier mit unserem Supermutanten, mit Strong, unterwegs, der irgendwie Liebe, Milch der Menschenliebe sucht, was auch immer das ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, ich denke mal, das ist einfach Milch. Könnte ich mir vorstellen, aber Milch der Menschenliebe. Der meint vielleicht Muttermilch, huch. Aber wo krieg ich die her? Weil ich habe gerade mal geguckt, als Quest habe ich es nicht drin, wenn man mal hier guckt. Zumindest gerade nichts gesehen, was das betrifft. Ah, also. Aber wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Mal gucken. Vielleicht ist es einfach nur. Ja, keine Ahnung. Das ist halt so. Fertig. Gibt's nie. Fertig. Keep out. Hey. Den suche ich aber nicht. Ich suche eigentlich die. Was sind 23 Bilder? Oh, warte mal. Ich habe einen neuen Radiosender gefunden. Radio Sender. Scheiße, aber zu langsam. Besitzurkunden für die meisten Geschäfte auf Scully Square. Ist das mal besser, Captain? In der Tat, mein edler Ermittler. Offenbar war Bürgermeister Murphy von diesen Machenschaften. Ah, jetzt habe ich die Kombatzone gefunden, da wollte ich hin. Eine Schrotflinte doppelläufig hatte die, okay. So, Keule, komm mal her, ich habe ja noch was für dich. Sollen Strong was kaputt hauen? Also der ist ein bisschen... mit Strong? Ein bisschen sehr... Ich will jetzt nicht sagen einseitig vom Gespräch her, aber... Ah, komm, du kriegst einen Vorschlaghammer, kriegst du dann schön. Ganz da oben. Eine Waffe werde ich dir aber nicht in die Hand drücken. Kann ich den Füllzug wieder setzen? Warte mal, ausrüsten war T. Yeah, Vorschlaghammer. Und Füllzug. Ah, Mist, den kann ich nicht ausrüsten. Okay, das ist dasselbe, den er eh schon hat. Das sieht aus wie ein Spielzeughammer in seiner Hand, ey. So, wir müssen, ganz kurz Moment, ich muss mal schnell auf die Karte schauen, in die Combat-Zone rein, um da das irgendwie, das war ja vorne irgendwo, da, Combat-Zone, schauen wir nochmal, was das hier für ein Verein ist. Hallo! Hier los? Das sind Gefangene. Schieb rein. Oh Mann.
Alon Z. Warum sagt, dass ich in sowas echt schlecht bin? Geschafft. Ah, okay. Öffnen. Was zu hacken? Was zu hacken? Was zu... Wie nennt man das? Knacken? Schloss knacken, ja. Verdammt. Geht doch. Wie schön. Munition, das ist immer gut. Und gucken wir mal, löffeln wir mal. Gut, ach, nehmen wir mal mit. Gut, ich hab schon noch nie. Geh weg von mir, ich schwöre dir, wenn ich nicht gefesselt wäre. Schickes Outfit. Hast du dich im Dunkeln angezogen? Den Kopf wegpusten. Würde ich retten, ihr Spacken. Oder nicht? Was ist denn das für ein Verein? Und damit endet diese Runde. Kate ist der unangefochtene Sieger. Und wer ist das? Komm hier runter, wo wir dich sehen können. Ja, verlassen. Ich glaube, die haben mich gerade gemäht. Komm schon, ich weiß nicht. Also, meistens nicht. Mal gucken, ob ich die Minigun irgendwie aufbauen kann. Na, ja, ja, brauchst du irgendwas. Hier, ja. Ja. Standardvisier. Sei nicht nervös! Wir wollen dich doch nur kennenlernen! Wow. Porsche war halt ohne Ende Zeug, ne? Na, dann gucken wir uns mal an, was wie wär's? Ermutigen wir den neuen Kömmling doch ein wenig! Ja, ja, ich komme ja gleich auf uns zu holen. Moment, fertig! Kumpel! Ach, verdammt, abgebrochen. Hä? Cool. Liebe Entdeckung gehen, schnell! Was zum... Lektion! Da hat sich wohl jemand verlaufen! Wollten die mich jetzt umbringen, weil ich da geklaut habe? Scheiße! Mann, hopp! Das sind alles easy Leute, ja. Liegt dir im Blut, was? Hilfe! Ich hab keine Waffe jetzt. Ich dachte mir schon, dass er so besser aussehen würde. Strong, dir das Hirn rausprügeln! Hallo! Schlag zu, Red Kakerlake ist geil. Guter Kampf, Mensch. Du bist down. So, oben muss einer sein, da. Nicht schlecht. In den Augen. Und? Schon wieder? Heimlich, heimlich. Heimlich nichts helfen gegen Strong. Was haben wir da? Chat ist immer gut. Ist das gut oder schlecht? Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Jetzt du sterben, Mensch. Du verlierst. Das war schon mit denen. Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Ach, schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Die Dialoge, geil. So, hey! Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen?
Oh, schade, ich dachte, ich kann ein bisschen Musik spielen. Bist du jetzt fertig, denn? Halt mal die Klappe da unten. Verdammt, abgebrochen. Mit hier alle. Ja. Bist du zerlegen? Hören mit Fummeln auf. Hauen kaputt. Ach, dir gefällt das nie, wenn ich Diebstahl mache? Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Das ist ja doof, wenn das Strong da immer so abgeht, wenn ich was knacke. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Halt dir Fresse, Mann. Gehst du auf den Sack? Ausgezeichnet. Topfpflanzen kann ich mir jetzt bauen. Aber. Warum kommst du nicht hier rüber und Alter, zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Schieß dich wirklich gleich, der. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ach, da ist vorne die Tür. Gehst mir auf den Sack, du Heulsuse. Hey! Seid ihr dann... Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ha, weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Hab den Kampf ja trotzdem gewonnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Tut mir leid. Sah für mich so aus, als würdet ihr in Schwierigkeiten stecken. Schwierigkeiten? Ach was. Aber diese Trottel zu unterhalten hat die Miete bezahlt. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Brauch nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Warum fragst du? Sieh es als berufliche Neugier. Also, was hältst du von dem Kampf? Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gib doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also... Ganz schön harter Typ. Ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Sollen wir mal fragen, warum? Warum willst du, dass sie mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Ja, bevor er die irgendwie... Kein Interesse, Kates Gedanken? Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Nehmen wir sie mit, oder? Wir hätten doch gerne arme Seelen. Brauchen, der auf mich aufpasst. Gut. Dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam.
Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren. Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Also ich nehme lieber die mit als den, wa? Kate. Und? Bereit zum Aufbrechen? Bereit. Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Strong finden Milch der Menschenliebe alleine. Was zum Teufel meint er damit? Egal. Ich will's eigentlich gar nicht wissen. So, und den setzen wir nach Sanctuary Hill. Tschüssi, Großer. Ich muss mal im Netz nachschauen, was der mit gemeint ist, Menschenliebe. Warum beschäftigst du dich damit? Ist etwa ein Museum aufbauen? Also den mitzunehmen ist schon mal scheiße, den Mutanten, weil der jede Scheiße meckert, wenn ich was einsammle. Das ist doof. Bis jetzt war die Piper am coolsten. Die hat gesagt, oh, nimm mal mit, bevor es jemand anders mitnimmt. Mal gucken, was jetzt hier diese nette Drogenabhängige will. Aber wenn sie sich dauernd scheiße in die Arme spritzt, muss ja Chat und so ein Scheiß sein. Mal gucken, bin ich mal gespannt. Ob die dann irgendwann mal austickt oder sonstiges. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal die Aufgabe erledigt. Ist ja schon mal was. Und wir haben wieder einen neuen Begleiter. Also wir kriegen hier die Begleiter ohne Ende. So, dann lasst uns da mal auf die Karte schauen. Ja, die Technologie noch bergen gehen und dann bei Diamond City mal vorbeigucken gehen. Weil Freedom Rail und Nick finden wollte ich eigentlich noch nie. Aber erstmal jetzt hier diese ganzen kleinen Sachen ein bisschen erledigen. Und deswegen gehe ich mal in die andere Richtung. Galaxy News Radio. Huch. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Silver Shroud, das Radio, das ist das, wo wir waren, wo wir die Waffen alles mitgenommen haben. Da gibt es ja bestimmt noch die Quest, das zu machen. Schauen wir mal. Jetzt läuft der Sack. Milch. Ich muss Milch finden. Komischer Freak. Hier ist eine Kirche. Trinity. Okay. Wollen wir mal reingehen? Ja, eigentlich will ich da gerade nicht reingehen. Was bist du für ein Heiligen? Ah, okay. Stadtbibliothek Boston, da gibt es ja bestimmt was Schönes. Solche Aufgaben sind eigentlich immer recht. Ich will mal kommen sehen, ey. Dann haben wir eine Polizeistation. Muss man ein bisschen vorsichtig sein bei den Viechern hier. Für die Waffe, das ist die geilste, die ich je hatte, ey. Den Nutzen. Scheint nicht viel zu geben auf dem PC. Und ein bisschen Kakerlakenprobleme. Oh, hier haben wir ein Memo. Mann, warum spiele ich das Memo nie immer gleich ab?
Ach verdammt, ey. Hat jetzt jemand gesehen, was das für eins war? Ach Mann. Was ist das? Nachricht an Rodrigo Paloma. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. Nee, das ist garantiert nicht. 22. Oktober 2077. Ich habe es Ihnen endlich gesagt. Wahrnehmung. Verdammt, Nate, wo bist du? Hast du schon gehabt. Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder, um den Scythe-Auftrag noch zu retten. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich... Silver Scrout, es gibt... Was ist das? Ach, das war hier... Okay. Ja. Das habe ich auf jeden Fall schon drin gehabt die ganze Zeit. Aufklärung habe ich auch schon gehabt. Anscheinend nicht wichtig. Verdammt. So, jetzt gucken wir doch mal in den PC rein. Also war es doch Winter. Okay. Karte aktualisiert. Nur normale Fallakten. Ach, verdammt, eh zu weit. Entschuldigung! Ich bin immer so übereifrig bei sowas. Geldbörse, Ausweis, okay. Also zumindest haben wir eh eine Karte Aktualisierung. Ist ja schon mal was. Weiter geht's. Okay, die Sicherheitsdienst sollte vielleicht nicht in den Rücken schießen. Es kommt immer zu Schwierigkeiten. Hä? Ne? Och komm! Einsteigerschloss, ey, ich verkack's. Das wär's. Nee. Ach, der gefällt das. Ne, dann machen wir das weiter. Der retten wir mal mit. Bist du oder bist du so ein Clown, der da rumliegt? Hallo! Das ist ganz schön langsam, ey. Da hinten ist noch so ein Typ, der da rumsteht. Schon mal was? Lohnt sich das jetzt eigentlich nach Diamond City reinzugehen? Das war jetzt die Frage, die mich gerade quält. Ja, weil das sind zwei Punkte. Das und das wissen wir jetzt auch was. Schauen wir mal. Na, guck mal, was das für eine Aufgabe ist. Yay, drin. Wenn wir Action suchen, werden wir sie hier bestimmt finden. Bist du jetzt sarkastisch oder was? Soll ich dir gleich schießen? Ist das, da ist nämlich eine neue Auster. Bist du dir sicher? Ich bin kein normales Mädchen. Mein Liebes, du bist perfekt. Ich wünschte nur, ich hätte es früher gemerkt. Dann ernenne ich euch hiermit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. All diese Jahre. Ich habe nie bemerkt, wie viel sie mir bedeutet, bis sie es angesprochen hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was Liebe ist. Okay, da heiratet erstmal jemand eine Maschine. Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Oh, yeah. So, was haben wir hier noch zu tun? Nicht nur. Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Hey,
Schlagholz, Schlagholz! Mit dem Schlagholz triffst du immer! Boom. In Sachen Schutz liegst du mit allem, was ich habe, richtig. Na gut. So, was haben wir noch? Ich würde sagen, machen wir erstmal das hier noch. Aus dem einfachen Prinzip, weil ich dann bei den Paladin es wieder abgeben kann und mir zwei neue holen kann. Weil ich vermute mal, die geben dir permanent Aufgaben. Also ich denke mal, so lange bis die Insel halt da abgearbeitet ist, bis du überall halt mal drin warst. So, auf zum The Den. So, Raum. Boah. Halt durch. Ich komme. Hab ich echt selber verletzt? Ah, Mann. Ich hasse das, wenn ich mich selber verletze. Nein, nicht ein. R. E. Geht doch. Bin ich mal gespannt, was man hier. Ach, hier waren wir schon. Wie sollen wir kämpfen, wenn ich kaum die Hand vor Augen sehen kann? Das ist jetzt so ein Fall, den wir schon mal gemacht hatten. In der Folge. Und wir jetzt nochmal machen müssen, dadurch, dass mir das Ding blind gegangen ist. Also hier laufen wir ja mal ganz schnell durch. Um wenn die allzu sehr. Wir kennen uns ja aus. Geht zu schnell. Was hast du denn dabei? Hat die überhaupt schon mal geschossen? Ah ne, ich glaube, ich musste beim ersten Mal musste ich hier nur die Leute nicht trinken. Nicht, weil die nicht die Rotze der. Oh. Beide Hände. So, damit hätten wir das nämlich schon erledigt. Was ist das hier geknackt? Auf Anhieb, ja, endlich mal. Achso, das ist ja der Antrieb, den sie haben will. Nehmen wir mal wieder was Neues mit. Plasma-Kutusche nehmen wir mit. Nehmen wir mit und. Ja, nehmen wir auch mit. Wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich nicht erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Ah, das ist interessant. Also die kann Schlösser knacken. Das ist schon mal viel wert. Ich bräuchte aber eher so einen Hacker. Weil das ist nicht, was mir so liegt. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich da. Boah. Geil. So, hätten wir. Okay, das ist nicht, das ist hier. Mhm. Das ist sie. Probieren wir es mal aus. Wenn meine Stiefel nass werden, suchst du mir ein neues Paar. Hey! Guck dir das an! Mhm, geht nicht. Okay, das kann sie also nicht. Interessant, interessant. Willst du mich rollen? Ich kann sie den Verein hier. Sind da irgendwas Interessantes? Ja, eigentlich recht viel. Gucken, was wir noch irgendwo Gegner umrennen. Nachladen.
sind das immer solche Heulsusen, Mann? Da geht's wieder raus. Aber ich würde gerne vorher noch probieren, das zu hacken, weil ich würde gerne wissen, was dahinter ist. Beste Waffe ever. Schnell, präzise, tödlich. Oh, Entschuldigung. Schnell, präzise, tödlich. Es ist doch die Wahrheit, die einen einzigen Treffer. Das ist doch scheiße. Kann ich die Tür eigentlich irgendwie öffnen? Sieht mich ganz interessant davon aus. Naja, ist noch gesperrt, Schwäß. Komm schon. Komm schon. Genau. Ein Treffer, endlich. Null Treffer. Hier hatte ich einen Treffer. Haben wir irgendwas, was dem Ganzen gleicht? Da vorne das C vielleicht. Zwei Treffer, na, geht doch. So, jetzt schauen wir mal, was die beiden gemeinsam haben. Okay. Dann probieren wir es mal mit dem hier. Ach, das hatte ich schon, scheiße. Nein, fuck, das hatte ich ja schon. Ah, fick. Hui. Voll cool. So, ich bin da voll schlecht drin, ich weiß. Ein Treffer. Null Treffer. Ach komm. Ich krieg das echt nicht gebacken, so ein Scheiß. Ja, aber da rein. Express, nein. Nein. Bin drin. Ha! Einfach nur so lange rumprobieren, bis man drin ist. Öffne. Hoch, jetzt weit. Dich hilft das, was du da tust. Ach, das gefällt dir nie, oder was? Jawoll! Kann man sich hier auch klar anhören? Die kann man sich klar anhören. Jack, hier spricht Perry. Was dauert denn so lang, Cousin? Du hättest in der Zeit schon mehr als die Hälfte von diesem Zeug wegschaffen sollen. Mir macht dieser scheinheilige Pisser McDonald hier ordentlich Druck. Partner, von wegen. Wir müssen das Zeug hier rausschaffen und aus der Stadt verschwinden, bevor Rice es mitbekommt. Sollte der Vollidiot doch den Kopf dafür hinhalten, dann kommen wir in einer Woche oder so wieder und sagen, dass unsere Oma unten in New York krank war. Sorg auf jeden Fall dafür, dass du heute Abend bereit bist und... Wer ist da? Zeig dich, Arschloch! Okay. Nochmal schnell kurz bei da rein. Statistik, nee. Schrot, nee, diverses brauche ich. Achso, das brauchen wir bloß dann.
Ja, gut. Also die... heißt die eigentlich? Kate? Kate. Mag also nicht, wenn ich Terminals hacke. Das ist schon mal scheiße. So, wo geht's jetzt hier hin? Boah, Alter, hätte ich mich selber getötet. Die Scheiße sollst du mir also... Wir sind nach langer Zeit die Ersten, die sich hier aufhalten. Das ist durchaus möglich. Wieder geblüht. Hallo? Commonwealth. Das war wieder draußen. Na gut. Dann haben wir zwei wunderschöne Aufgaben gemacht. Die werden wir auf jeden Fall abgeben bei den Paladinen. Das werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch schon gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Und bis zum nächsten Mal, euer Huschel.